Die App vom Skoda Citigo, EEV, da kann man aus der Ferne zum Beispiel die Türen und Beleuchtung steuern. Ich gehe hier einmal in das Menü rein. Also Fahrzeug ist aktuell verriegelt und Parklicht ist ausgeschaltet. Türen und Fenster sind geschlossen. Gehen wir hier mal zurück. Dann haben wir hier den aktuellen Fahrzeugstatus, Kilometerstand und Serviceinspektion. Und aktuell sind 162 Kilometer Restreichweite. Hier haben wir Fahrdaten mit dem Verbrauch 14,8 Kilowattstunden pro 100. Wir sind 94 Kilometer gefahren in einer Fahrzeit von 2 Stunden und 15 Minuten und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 42 Kilometer pro Stunde. Die Parkposition, da kann man auch reinklicken und dann hat man da die Position. Laden der Batterie 75%. Ah, jetzt ist er gerade auf 76 umgesprungen. Bis die Batterie voll ist, sind jetzt noch 9 Stunden und 55 Minuten. Status der Batterie lädt. Ladestecker ist angeschlossen und verriegelt. Und hier unten kann man noch einen Plan erstellen für die Klimatisierung. Man kann das Fahrzeug vorab klimatisieren. Also der Abreisetimer. Abfahrt 1, 2, 3. Also drei Startzeiten wählen. Und hier die Klimatisierung nochmal extra. Das heißt, wenn ich jetzt sofort in 20 Minuten losfahren möchte, kann ich hier oben die Temperatur einstellen. Außentemperatur ist hier 7,9 Grad. Eingestellte Temperatur im Innenraum wäre dann 21 Grad. Dann kann ich jetzt wählen auf Start und dann würde er direkt das Fahrzeug vorklimatisieren. Ja, sehr schöne App für den Skoda. Skoda Citigo in Kiwi Grün.